was built to break off the hand. Was geht ab, Leute? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht, das ist die dritte Dose, glaube ich, heute von Penny, falls ihr das kennt. Kong Strong White Power. Ich blende jetzt nicht ein rechts oben Werbung, weil ich werbe für die Jungs und Mädels nicht. Aber wenn ihr mal, ich glaube 50 Cent habe ich bezahlt. 50 Cent für einen geilen Energy Drink, der im Prinzip genauso schmeckt wie Red Bull. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Kann ich euch empfehlen, wie viel ist hier drinne? Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke, ein Viertel Liter ist das. Pfand 25 Cent, ist klar. Schmeckt genauso wie Red Bull, kostet 50 Cent. Kann ich euch nur empfehlen. Und falls die Jungs von Kong Drink Strong gerne irgendwie Werbeplatzierung bei mir machen wollen, meldet euch. Ich warte auch schon die ganze Zeit darauf, dass Coca-Cola sich meldet und mir einen Millionendeal anbietet. Bei dem, was ich an Cola im Stream trinke, sollte ja eigentlich mal was drin sein. Und ich geb denen so einen Nackenklatscher, bam! Er so, wow, 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 ich geb dir die Brotbox, warte. Ich so, gib mir her die Brotbox. Ich schau rein, nur Obst drin. Hab ich aber noch nicht bekommen, warten wir ab. Ich hab ein geiles Video für euch Leute heute und zwar analysieren wir einen Pro-Gamer, einen richtigen Pro-Gamer. Und zwar heißt er Matt mit Vornamen. Jetzt überlegen so einige, haben gar keine Ahnung, andere sagen Matt. Nate-Shot? Matt? Nein! Wir analysieren Matthew Piper. Wer das ist? Ihr wisst das nicht. Optik. Formel, mittlerweile ja bei Luminosity. Seit vielen Jahren einer der besten Competitive Player in COD. Für mich der beste AR-Spieler, also Sturmgewehrspieler. Absolutes Biest und ich habe ein Gameplay von ihm gefunden, auf also BO4. Da spielt er Solo, Public, Stellung. Und da gibt es so einige Sachen, die man mal analysieren kann, die ihn von uns Casual-Playern abheben. Geiler Spieler, geiler Typ, ist seit vielen Jahren in der Szene vertreten. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch mal ein Video, was euch irgendwie interessieren könnte. Analysieren wir doch mal einen richtigen Pro-Player, nicht so ein Möchtegern-Player wie mich, sondern so einen richtigen Pro-Player, der damit seinen Kohle verdient und schauen, was der in so einem Public-Match auf Stellung macht. Das Ganze werdet ihr ohne mein wunderschönes Gesicht sehen, aus dem einfachen Grund, dass ihr euch auf das Gameplay konzentrieren sollt. Wenn euch das am Ende gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr ein Like da lasst. Ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und mehr braucht ihr gar nicht machen. Solltet ihr noch den Wunsch haben, dass ihr sagt, ey, analysier mal Scampi oder Nateshot oder Ninja in Fortnite, auch wenn ich kein Fortnite-Experte bin, ist jetzt nur ein Beispiel, schreibt unten in die Kommentare und ich werde das sehr, sehr gerne machen. Das ist, glaube ich, eine Serie, die kann man gerne mal fortführen. Ich mache das ja mit unbekannten Spielern manchmal und genauso kann man das, glaube ich, auch mit Pro-Playern machen. Es ist wirklich spannend. Ich habe das Gameplay zum ersten Mal gestern gesehen. Und so, hab sofort Freunde, die Idee gehabt, das möchte ich gerne machen. Deshalb, Leute, genießt das. Meine hässliche Fratze verschwindet hier jetzt. Ich bin in der COD-Szene aktiv, ist einer der besten AR-Spieler. Es ist absolut krass und ich liebe es, die Jungs bei COD-Champs und sonst wo zu sehen. Hier haben wir eine kurze Einblendung über das, wo er bisher gespielt hat. War bei den besten Teams dabei. Hat die COD-Champs mit Optik und Scampi gewonnen. Und hier sehen wir, er spielt Solo in Stellung, im Public. Ist also kein CWL-Match. Und man sieht schon relativ am Anfang, dass er sich da einfach von normalen Spielern komplett abhebt. Er versucht nicht mit 4 oder 5 anderen Leuten in die Stellung zu gehen. Er hat hier die ICR in der Hand. Wechselt jetzt hier auf die Maddox, was absolut clever ist, weil die Maddox ist im Competitive-Bereich einfach die Waffe to go. Oder die Go-To-Waffe. Das hat verschiedene Gründe. Sie ist sehr konstant, wenig Rückstoß, ist auf kurze und lange Entfernungen versatibel. Das heißt, eine Waffe, die man in vielen Momenten des Spiels nehmen kann, weshalb sie auch so beliebt ist. Hat Schaft, schnelles Magazin, das ändert so ein bisschen das Ganze von der ICR, die keinen Schaft hat, genauso wie die Rampart. Die KN hat kein Schnellfeuer in CWL, weshalb man sie da nicht nimmt, also es hat alles seine Gründe. Ihr seht das, er hält hier den Spawn dicht, der Spawn ist direkt vor ihm, er kennt die Spawnpunkte natürlich. Snackt sich hier den dritten, snackt sich hier den vierten, guckt, dass er nicht flankiert wird, geht wieder in Stellung, holt sich den nächsten, spielt absolut auf seine Streaks. Gerade wenn du Solo unterwegs bist, brauchst du die Streaks einfach in der Regel, egal ob das Mercenary Moshpit ist mit 6 Einzelnen oder gegen eine Party. Und man sieht auch einfach an, ein riesiger Teil von dem Ganzen bei ihm ist definitiv Selbstbewusstsein. Er weiß, er ist hier der Big Dog in der Runde, er weiß, er ist hier der beste Spieler. Da braucht auch keiner von uns was erzählen. Wenn der in der Lobby ist, genauso wie Scampi, dann sind das die Profis in dieser Runde und niemand anderes.
Er haut hier gleich im nächsten Leben, hat wirklich 5, 6, 7 Leute weggeholt, holt mit der Hailstorm gleich wieder 3. Weniger wichtig für die Punkte, als dass er ein bisschen direkt weniger vor sich hat. Und es ist einfach ein richtig gutes Gameplay von ihm. Ihr seht, er snappt hier drauf, er schnappt sich den nächsten, ist ein schöner 3-Mann-Feed. Geht wieder ein Stück weiter. Schaut, wo die Stellung ist, schaut, wo die Teammates sich positionieren. Hier leckt er leider einer rum, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht gestorben. Hat auch den Tempest dabei. Und ihr seht schon, er snappt wirklich sehr, sehr direkt dran. Ne? Das Aim ist absolut on point. Er struggelt nicht, dass er nach rechts oder links zieht. Er guckt, die Teammates sind in der Stellung. Das heißt für ihn, wenn da mehr als einer ist, braucht er da gar nicht hinrennen. Er spielt auf die Streaks. Er versucht, so eine Art Puffer herzustellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein Puffer zwischen der Stellung an sich und den Gegnern. Und er ist sozusagen dieses Puffer. Und jemand mit diesen Gun-Fähigkeiten, diesem Gun-Skill, wie ein Formel, kann auch einfach dafür sorgen, dass er es mit 2, 3 oder 4 in Black Ops 4 aufnimmt, ohne dass er in große Gefahr gerät. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich diese kleinen Entscheidungen zwischendurch anguckt. Hier, es spielt auch mit der Steam Injection, das spielt, glaube ich, jeder im Competitive-Bereich. Wollt ihr Public spielen, bin ich immer noch der Auffassung, dass das Comsec-Gerät einfach das Beste ist. Wenn ihr auf Streaks gehen wollt, Streaks kosten deutlich weniger, ihr kriegt sie dadurch auch deutlich schneller und dementsprechend häufiger. Und die Steam Injection ist seit der Beta-Phase leider etwas schlechter geworden. Das heißt, es dauert ein bisschen länger damit. Hier mit dem Tempest hat er jetzt auch schon wieder 4, 5, 6 Mann geholt. Und da seht ihr, er wird von allen Seiten angeschossen, aber er ist absolut on point mit dem Ganzen. Hat hier die Maddox ohne schnelles Magazin. Ich vermute, dass er ein Setup hat, was heißt, hier seht ihr es, das ist, er hat kein Taktikmaske dabei, sondern eher Kugelweste, dazu schafft, schnell ziehen 2 und hier ist wieder, er weiß ganz genau, dass hier der Spawn ist, er weiß ganz genau, dass die Gegner hier sind, er holt 3, er holt 4, den einen hittet er an, kriegt die Punkte dafür, Magazin ist fast leer, er spielt nicht den Crash, sondern den Prophet, das heißt, er wechselt die Waffe, er snackt auf die nächsten 2, jetzt guckt er, die eine ist auch leer, er hat 3 gesnackt, das ist der 4. schon wieder auf einer 8 oder 9 Mann Killstreak. Kurz vor seinen Streaks, die Hailstorm ist da und dann wird er von hinten gesniped. Das ist dann Pech. Ich habe jetzt noch keine Info, wie hoch er aktuell steht, aber wenn man mal mitzählt, er dürfte so bei 40, 50, 60 Kills vielleicht sein. Vielleicht 5 oder 6 Tode insgesamt. Das ist einfach beeindruckend, wie er das spielt. Das ist absolut krass und das macht auch diesen riesen Unterschied zwischen einem Com-Player und einem ganz normalen Casual-Player. Ihr seht, er sorgt dafür, dass sein Team die Stellung reinnimmt, den haut er einfach weg, der juckt ihn gar nicht, wo der hingeht. Das ist einer der großen Unterschiede zu den Casual-Playern. Selbst ich laufe manchmal meiner Suchemine hinterher, weil ich den Killsafe haben möchte. Gerade jetzt aktuell, wo ich noch dabei bin, auf Dark Matter zu gehen. Er macht das gar nicht, ihn juckt das natürlich nicht. Hat hier auch, ich weiß nicht, welche Tarnung das ist, aber hat, glaube ich, sogar schon Dark Matter. Das hier ist es jetzt nicht, aber ich habe es auf einem Video von ihm gesehen. Und er bewegt sich absolut um die Spawns herum. Er geht nicht frontal rein, wo ihn 5 Leute angucken, sondern flankiert ein bisschen, snappt sich den ein, wenn es sein muss, nutzt jetzt die Streaks, die am Himmel sind, den Kampfheli, hat den Tempest auch schon wieder voll aufgeladen. Team ist absolut in Führung. Er geht wieder aus der Stellung raus und jetzt baut er wieder das Puffer aus. Ihr kennt das. Der erste kommt, wird weggesnackt, da kommt gleich der zweite. Na, wo ist er? Er sucht. Guckt mal, was für ein Puffer zwischen den Gegnern und der Stellung ist. Die Gegner haben überhaupt keine Chance, da auch nur in die Nähe zu kommen, weil sie entweder vom Kampfheli getroffen werden oder von ihm und seinem Tempest. Da ist auch der nächste Kampfheli schon. Im Prinzip bearbeitet er die Gegner im komplett gegnerischen Spawn, was ungefähr 100 Meter von der Stellung entfernt ist. Und er zerstört sie ja alle. Er zerstört einfach alles. Juckt ihn ein Scheißdreck. Das ist beeindruckend, Jungs. Deswegen habe ich gedacht, das ist ein Gameplay. Hier ein schöner Mann, 5-Mann-Feed, 4 mit der Hailstorm, nochmal mit dem Kampfheli. Der Teammate geht in die Stellung, das heißt, er fühlt sich auch nicht verantwortlich, da reinzugehen. Das ist auch etwas, was ich schon sehr oft gesagt habe. Wenn ich Solo spiele oder ihr und ihr in Herrschaft 100, 150, 200 Kills macht und vielleicht nur 2 Einnahmen habt, da Leute sagen immer, ihr habt keine Ahnung, wie man den Modus spielt. Wenn man so spielt wie zum Beispiel Formel und die Gegner, jeden, den er tötet, hält er davon ab, in der Stellung zu sein, ist das viel mehr wert, als 10 zu 80 zu spielen, den Gegnern andauernd die Streaks in die Hand zu reichen und dafür 20 Flanken eingenommen zu haben, weil lange halten die dann nicht. Hier seht ihr auch, das Aim ist wirklich, wenn er auf den Gegner zielt, sofort da. Ich weiß nicht, auf welcher Empfindlichkeit er spielt. Ich glaube auf 4 oder maximal 5. Das heißt sehr, sehr gering. Genauso wie Scumpy, der auch nur auf 3 oder 4 spielt, je nachdem, welches COD das gerade ist. Das wechselt sich ja immer mal ein bisschen so ab.
Und ihr seht das, der legt sich mit allen an, ohne schnelles Magazin. Und das hier ist public, er spielt komplett allein, er hat keine Party, er hat kein Teammate, er hat gar nichts. Ich bin begeistert, dass wir so ein Gameplay überhaupt sehen. Leider funktioniert nämlich bei Black Ops 4 die Suchfunktion nicht. Dann bin ich froh gewesen, dass das hier hochgeladen wurde. Bei Black Ops 3 konntet ihr nach Namen suchen, in den Kinomodus gehen und dann in die Vitrine gucken, euch Games angucken. Das geht hier aktuell noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann noch, das weiß ich noch nicht. Ihr seht jetzt aber wieder, er bewegt sich wieder von der Stellung weg. Er weiß ganz genau, wo er die Gegner anvisieren kann. Das ist wieder ein 3-Mann-Feed und den vierten kriegt er nicht mehr ganz. Der sitzt dann im ekligen Headlitch. Macht aber auch in dem Moment gar nichts. Runde ist auch schon vorbei. Er hat sich alle geschnappt. Ich glaube, damit können wir sehr zufrieden sein. Und wenn es euch gefallen hat und ihr ein bisschen was gelernt habt, lasst gerne ein Like da. Schreibt unten rein, wen ihr noch gerne sehen wollt. Und was haltet ihr generell von COD? Also Leute, ich bin raus. Viel Spaß. Haut rein.